Ja, hallo zusammen, hier ist wieder euer Let's Go mit einer weiteren Runde Hearthstone, das ich gerade ganz schön ziemlich böse suchte nach dem Patch. Und genau, wir legen sofort los. Ich spiele auch wieder mit dem Paladin, im vorherigen Video stelle ich das Deck vor, wir sind jetzt, ja, ein Murloc. Und ja, mal schauen, wie weit wir es diesmal schaffen. Schon insgesamt zweimal verloren von, ich weiß gar nicht wie viel Spielen, 5 oder 7, ne, dreimal verloren, 4:3 Ratio. Jetzt haben wir ein bisschen den Ingame Sound leiser gemacht, dass man meine wunderschöne Stimme besser hört. Uta gegen Jaina. Ihr habt es so gewollt. Ich werde ehrenhaft. Schauen wir mal. Es hat nur wie gesagt doof, dass man mein Mauspad nicht, Mauspad sag ich schon, mein Mauszeiger nicht sieht, aber ist halt nun mal so. Kann ich nicht ändern. Außer einer von euch sagt mir, wie ich das mache. Ach, gut gespielt. Gut gespielt. Ich grüße euch. Ich rieche Blut. Okay. Hallo. So. Melde mich zum Dienst. Wegsnipen, angreifen. Sag ich doch. Zack. So, da müssen wir eigentlich die schon fast spielen. Jetzt kann er eigentlich traden, indem er 2 Mana drauf macht, Gottesschild weghaut und ja, dann mit dem Walk Spitzel angreift. Bin Hellseher. 4 Mana. Das kann man eigentlich mal so machen. Melde mich zum Dienst. Nicht mit mir. Häng fest. So, was Karten hat der denn? 8. Ich hab 5. Wichtig ist halt immer gegen Magier, dass man da so ein bisschen den provoziert, dass er die Schafe raushaut. Gut, Feuerball ist auch nicht von schlechten Eltern, aber Schaf ist natürlich noch nerviger. Okay. Ich weiß nicht, dafür 3 Mana. So, was haben wir denn hier Schönes? Können wir eigentlich den in die Mitte setzen? Mein Schild für Argus! Das war's. Ja, Mag ist immer sehr gut im Deffen. Also immer mit AOE oder irgendwelchen Zaubern. Das Board clearen. Okay. So, können wir den jetzt quasi provozieren, indem wir hier schon einen Schaden provozieren. Dafür bin ich zuständig. So. Bei der 7 müssen wir mal aufpassen wegen der Feuernova. Gut, der jetzt in der Mitte, der wird überleben, der, wie heißt der? Agentumbeschützer. Agentumbeschützer. Was sage ich, Feuerball? Okay. Ah, was haben wir denn im Angebot? Das soll eine Waffe sein! In den Kampf! Melde mich zum Dienst! Das war's! Man, jetzt könnte das ganze Board clearen mit seiner Feuerbrunst, Feuerwalze, wie auch immer das heißt. Kann man die Namen nie so merken. Kostet 7 Mana. Karten hat er denn? 9. Oh, stimmt gerade mit meiner Maus nicht. Ah, jetzt geht's wieder.
Wasserelementar. Ist natürlich stark, wenn ich jetzt wenn er mich angreift und ich hätte. Das ist halt die Frage, der hat 100 pro und scharf. Ja, aber ich könnte den spielen, wenn er den nicht in scharf verwandelt, dann könnte ich mit dem quasi den Doppel Lass machen. Lass mich nachdenken. Ich glaube, ich setze erstmal die hier. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Aber den setze ich noch nicht. So Angst vor der Sieben. Melde mich zum den Kampf. Fertig. So, er muss scharf machen, weil wenn er die tötet, die Waldläuferin oder Windläuferin, dann übernehme ich quasi eine zufällige Karte. Ich habe die besten Angebote weit und breit. Gut, wenn er jetzt kein Spott hat oder irgendwas, hat verloren. Easy oder auch nicht. Wenn es diese Eisbarriere ist. Schauen wir mal. Oder der Angriff wird vernichtet. Nee. Niemand darf überleben. Alles klar. Gut gespielt. Jo, erstes von drei Matches haben wir gewonnen. Oh, was bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich ein Südmeer-Matrose. Oh, wir können uns ein Pack kaufen. Das mache ich doch sofort mal kurz zwischendurch. Shop. Zack, 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 zack. Wünscht mir Glück. Das haben die auch mal animiert. Zack, 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 zack. Gut, voll für den Arsch. Weiter geht's. Ah, eine Lehre habe ich auch schon länger nicht mehr gespielt. Seid auf der Hut. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Nur so wohl. Die Blutelfenkleriker nehme ich immer auf. Naja. Ich grüße euch. Vogel hasse. Drachen meine ich. Na, ich will das halt jetzt nicht gegen so eine Zweierkarte wasten. Nicht mit mir. Kann er sich befreundet mit ihnen? Ja, diesen Feendrachen muss man wegkriegen, weil wenn man den nicht mit Dienern wegkriegt und keine direkte Zauber funktionieren nicht. Okay, das ist eine untypische Karte. Dafür bin ich zuständig. Erstmal weg mit dem. Denke ich mal. Oder noch eine Karte. Okay. Ja, was ist jetzt? Das hat's ja voll gebracht. So. Boom Shakalaka. Noch gleich mal unsere. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Schaden, wenn der jetzt tötet rein theoretisch.
frage mich, ob... Was ist los? Überleben. Machen wir die zweimal. Schon geil, der Manipulator. Grazie. Oh, 5 Mana. Warum leckt denn das jetzt gerade so? Also. Jetzt geht's wieder. So. Was haben wir denn hier Feines? So machen wir uns doch erstmal einen Spott raus. So. Gut, Kartenlied habe ich definitiv. Ist auch wunderschön neu. Schaden können wir den garantiert nicht. Sonnenbrunnen läutern. Ich schieße natürlich wieder genau auf den Falschen. Befolgt die Regeln! Es bleibt nur ein Häufchen Asche! Oder in den Kampf! So. So, mehr Karten kann ich jetzt eh nicht setzen, glaube ich. Vielleicht eine noch. Das war's für den. Und jetzt kein Aui. Wo ist die Karte? Psch.
Beschädigung, wenn du nicht einfach aufgibst. Keine Lust. Sieg oder Tod! Ein paar kleine Relax drin. So, ich schließe mal meinen Laptop mal kurz am Strom an. Vielleicht liegt es ja daran, dass der Akku zu Neige geht. Ups. Jetzt hat es mich kurz aus dem Spiel gehauen. Jo, weiter geht's. Schon lange mal spielen wieder. Finde ich so gut mit der Gedankenkontrolle. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Dass die jetzt 10 Mana kostet und nicht 8 Mana. So, haben wir schon 2 Spieler gewonnen. Grüße euch. Grüße. Danke. Ganz viele neue Animationen und Sounds dazu sehen. Finde ich echt gut. Das ist natürlich auch Blizzard. Die haben die Kohle. Ein Mana. Was kommt denn jetzt? Okay, das ist halt voll die Verschwendung, aber hoch 100. Jetzt hat das gut gebrochen. Okay. Nicht mit mir. Hey, fang! Nehmt das! Ist die Frage, tradet er? Jetzt muss ich halt nochmal viel Schaden nehmen, ich bin jetzt auch nicht. Ich kann eigentlich. Dafür bin ich zuständig. Für die Gerechtigkeit! Die eine Karte ist halt vernichtet, einen Diener mit maximal 3 Angriff. Und die andere Karte mit mindestens 5 Angriff. Also 4 Angriffsschaden ist eigentlich perfekt gegen Priester. Da sind quasi 4 Karten für den voll für den Arsch, aber man kann jetzt nicht sein ganzes Deck nur gegen Priester ausrichten, sondern muss das quasi gegen alle Klassen, ich sag mal in irgendeiner Form harmonisieren, wie man so schön sagt. Harmonisieren. Und deswegen. Ich frage mich, bringt mir Stahl! Brückenstaub. Schaden, okay. 4. 3, 2, 2. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Brückenstaub! Nice, nice. Das ist mal eine Combo. Ja,
hier. Es ist an der Zeit. Melde mich zum Dienst. Huhuhu. Alter, Alter. Er muss töten, sonst hat er verloren. 6 Mana. Schwierig. Juppiduppi. 3 Spiele in Folge gewonnen. Siegestreben. Oh, Stern. Oh. Oh, 2 Sterne wieder bekommen. Schild. Ja, wunderbar. Dann lieber wieder vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Let's Go. Ich spiele Hearthstone. Bis dann.